können wir ihnen vielleicht entdecken. Da, irgendwas bewegt sich. Tatsächlich, es ist ein Leguan. Ein ziemlich großer sogar schon. 1,10 Meter wird er sein, aber das meiste davon misst sein Schwanz. Der Schwanz dient dem Leguan zur Balance hier oben beim Klettern in den Bäumen. Mit seinen messerscharfen Krallen kann er sich sehr gut an der Borke der Bäume festhalten. Auch dieses Tier kann man nicht einfach so anfassen oder streicheln. Kein Tier der Welt mag es wirklich, vom Menschen angefasst oder gestreichelt zu werden. Ihr solltet immer Abstand halten und die Tiere nur gebührend mit Respekt behandeln und beobachten. Ich brauche jetzt mal ein paar Bäume hier vorne. Wer war noch nicht? Mal den Finger hoch. Wer noch nicht war? Du ganz außen kannst kommen. Nein, ganz außen. Da ist noch einer. Ja, der junge Mann mit dem T-Shirt. Der junge Mann mit dem T-Shirt. Genau. Ja, du kannst auch kommen. Na klar. Doch, doch. Er kann auch kommen. Mutti, brauchst keine Angst haben. Er wird doch nicht verfüttert. So, genau, die Dame da hinten. Und dann nehmen wir noch hier vorne. Du Kleine, kannst kommen. Dieses hier sind die Lieblingsbäume des Leguans. Und jetzt wollen wir mal beobachten, ob der Leguan auch wirklich die Blätter mag, die auf den Bäumen wachsen. Hockt euch mal hin und haltet ihm mal das Blatt vor die Nase. Jetzt muss er erst mal schnuppern, was das für Bäume sind. Ihr bleibt mal noch ein Stück hinter. Der kommt hierher. Ja, bei den Tieren ist es nicht so, dass sie sagen, ah, hallo, es ist 12:30 Uhr, Mittagessen, komm, das Essen wird kalt. Nein, Tiere müssen Hunger haben, erst dann fangen sie an zu essen. Und bei Leguanen ist das sehr verschieden, mal hat er vormittags, mal nachmittags Appetit. Oh, ich glaube, heute hat er schon Nachmittag ein bisschen Appetit. Er nascht die Blätter. Die sollen wohl sehr gut schmecken. Auf jeden Fall gesünder sein als Pommes rot-weiß. Einfach hinhalten. Der findet sie schon, nur nicht direkt vor der Nase, weil ein Leguan hat vorne einen toten Winkel. Das heißt, ein Auge ist auf der rechten Seite des Kopfes und eins links. Tja. Hallo, er ist grün. Lecker. Wir sind seit 5 Tagen hier. Aus diesem Grunde hat sie sich dran gewöhnt und will ganz schnell mal spazieren gehen. Oder in die Sonne. Leguane können ganz schnell laufen. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. War toll von euch. Leguane können ganz schnell laufen und verdammt gut klettern. Also wenn sie hier losläuft, dann hätten wir ein Problem. Wenn dann alle hinterherrennen, dann ist er erst recht schnell weg. Mann, Mann, der schmatzt ganz schön was weg, was? Die Stacheln oben am Körper, das ist eine Laune der Natur. Bei den Dinosauriern war das oft der Fall, dass sie Stacheln oder Hörner hatten, die aber keine Bedeutung hatten. Es sind keine Waffen. Und hier vorne hat der Leguan einen Hautsack. Seht ihr den? Den kann er ganz groß machen. Zum Angeben, wenn ein anderer Leguan vorbeikommt. Das ist so ähnlich wie bei den Menschen. Wenn Papa auf der Straße geht, eine schöne Frau kommt, bups, ist der Bauch weg. Wenn die Frau weg ist, bups, ist der Bauch wieder da. Also ihr seht, in der Tierwelt geht es genauso zu wie bei uns Menschen. Ich komme noch ein bisschen näher zu euch. Versucht ihn nicht anzufassen, aber schaut ihm mal in die Augen, wenn es dann geht. Das ist ein Krokodil, der wäre die Nase jetzt weg. Leguane sind reine Pflanzenfresser. Es kann passieren in jungen Jahren, dass sie auch mal an ein Mauseloch vorbeikommen oder an einem kleinen Vogelnest und von der Familie kosten. Aber
Sie sind reine Pflanzenfresser und fressen die Blätter und das Obst und das Gemüse hier oben im Urwald. Der Leguan klettert langsam wieder auf den großen Baum zurück. Thank you.